Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das, was der Kollege Dehm eben als Zettelsammlung bezeichnet hat, sind die Beschlüsse des Europäischen Rates. Ja. Absolut. Na, die Beschlüsse haben wir herbeigeführt, und dort finden Sie die drei Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes wieder. Unter anderem die Klärung, wie die vorläufige Anwendung zu Ende gebracht wird, wenn ein Mitgliedstaat sich gegen CETA entscheidet, unter anderem die Abgrenzung, was ist europäisches Recht, was ist nationales, und die dritte Auflage, wie sieht es aus mit der Frage der gemischten Ausschüsse. Da steht zum Beispiel drin, dass die selbstverständlich nicht ein eigenes Recht haben, etwas zu beschließen, sondern dass sie nur beratend tätig sind und ansonsten natürlich der Europäische Rat diese Beschlüsse erst fassen muss. Das kann man auf Deutsch lesen, man kann das auf Englisch lesen, vor allen Dingen aber ist es erst vor 2 Tagen verabschiedet worden. Dass das deshalb noch nicht bei Ihnen gelandet ist, ich meine, ich weiß, Sie sind schnell, gelegentlich ist es aber auch gut, wenn man es langsam liest, dann versteht man es einfacher. Und das Zweite, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil ich jedenfalls habe zum Beispiel, ich habe Jürgen Trittins Rede hier zu CETA in guter Erinnerung, weil ich mir die damals angehört habe. Ich habe immer versucht, die Dinge, die hier im Parlament als Frage oder als Kritik benannt worden sind, Jürgen Trittins Rede war ganz wesentlich auf das Thema Vorsorgeprinzip ausgerichtet, das ernst zu nehmen und dann auch zu klären. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel eine nach § 31 oder Artikel 31 des Wiener Vertragsstaatenübereinkommens eine rechtsverbindliche Erklärung, zum Beispiel zum Thema Vorsorge. Unter anderem steht da, dass CETA wird auch unsere jeweiligen Standards und Vorschriften im Zusammenhang mit Lebensmittelsicherheit, Produktsicherheit, Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Arbeitsschutz nicht absenken. Eingeführte Waren, Dienstleistungserbringer und Investoren müssen weiterhin den innerstaatlichen Anforderungen einschließlich der Vorschriften und Regelungen genügen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten und Kanada bekräftigen ihre Verpflichtungen im Hinblick auf die Vorsorge und so weiter. Und dann steht vorher drin, dass das rechtsverbindlich ist nach § 31 oder Artikel 31 Wiener Vertragsstaatenabkommen. Ich frage mich, warum sind Sie eigentlich niemals zufrieden, dass die Dinge, die Sie öffentlich hier vortragen, von uns dann umgesetzt werden? Wir haben, Sie finden im Internet und wenn Sie wollen, zu jeder Frage irgendeinen Gutachter. Das ist die Voraussetzung dafür, um Anwälte zu beauftragen. Das ist ein in Deutschland übliches und auch erlaubtes Geschäftsmodell. Aber im Parlament muss man doch froh sein, wenn die Sorgen der Bevölkerung durch rechtsverbindliche Klarstellung, was in CETA nicht passiert und was in CETA passiert, da mal festgestellt werden. Und wenn Sie das dann selbst, wir haben es ja Selbstgefälligkeit wie im Juncker-Stil nennen, frage ich mich, haben Sie eigentlich ein einziges Mal mit der Regierung des Landes Griechenlands gesprochen, warum die CETA unbedingt wollen? Haben Sie das mal gefragt? Dort sitzt ja, ich weiß nicht, ob Sie sich hier dazu äußern wollen, aber das können Sie gerne machen, denn eines muss doch jeden, der kritisch auf CETA blickt, trotzdem einen Moment nachdenklich machen. Gilt auch für die Grünen. Wenn im Handelsministerrat von 28 Mitgliedstaaten 28 erklären, sie wollen das Abkommen, 2, Rumänien und Bulgarien, haben noch nicht zugestimmt, weil sie noch eine Visafrage geklärt haben wollen, Belgien kann nicht zustimmen, weil die Wallonie in der Verfassung, ein Land wie bei uns Bundesländer, ihre Zustimmung bislang verweigert. Derzeit ist die Abstimmung über CETA angehalten, weil ein Regionalparlament sagt, wir wollen das nicht. Ganz Europa. Ich habe überhaupt nichts gegen Regionalparlament, aber ich schildere einen Sachverhalt. Ich finde, da muss man doch mal wenigstens eine Sache sich fragen. Könnte es sein, dass der hohe Ton der Kritik und die Selbstgefälligkeit eigentlich bei sich selber stattfindet und nicht alle anderen blöd sind? Alle anderen sind blöd. Ich finde diese ganzen, ich fand die ganzen Debatten deshalb hilfreich, weil sie dazu geführt haben, Dinge zu klären. Aber es muss doch irgendwie auch nachdenklich machen, wenn es 28 Staaten gibt, die das wollen. Darunter Staaten, in denen die Linke die Regierung stellt. Ihre Partnerorganisation. Sie kämpfen immer für Griechenland, habe ich großen Respekt für. Warum sind Sie eigentlich da der Meinung, dass das, was die wollen und deren Erwartungen an CETA, das sei Junkertum? Oder die Grünen, die Schweden, da sind die Grünen der Regierung in ein paar anderen Ländern auch. Die wollen von mir, dass ich TTIP realisiere. Und natürlich sind die sowieso für CETA.
Ich meine, mir geht es gar nicht darum, dass ich, mir geht's gar nicht darum, dass ich jetzt sozusagen Ihre Kritik irgendwie vom Tisch wischen will, aber ich finde, so der Ton der Debatte, der erinnert sehr daran, dass am eigenen Wesen Europa genesen soll. Sehr. Das ist jetzt ein bisschen heftig. Nö, das ist überhaupt nicht heftig, weil der Rest der europäischen, Mitgliedstaaten das genau so versteht. Nee, ich weiß schon, was ich gesagt habe, weil bei solchen Zitaten käme ich ganz gut aus. Aber ich finde, diese Art, wenn man schon über Selbstgefälligkeit im Junker- oder Großjunkertum redet, dann muss man aufpassen, dass der berühmte Satz, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, dass mindestens drei auf einen zurückzeigen, das ist sozusagen relativ wahrscheinlich. Und deswegen bitte ich einfach darum, dass wir neben allen unterschiedlichen Beurteilungen, was da jetzt drinsteht oder nicht drinsteht, und ich sehe einer weiteren Klage vor dem Bundesverfassungsgericht als Eilantrag gelassen entgegen. Übrigens, wie das Verfassungsgericht in der Hauptsache urteilen wird, das wissen wir alle noch nicht. Ich bin relativ sicher, dass in der Hauptsache das Abkommen auch akzeptiert wird, und zwar gerade wegen der Klarstellungen nach Artikel 31 dieses Vertragsstaatenabkommens, aber übrigens auch, weil natürlich nicht Sie über die Frage entscheiden, ob die Auflagen des Verfassungsgerichts eingehalten worden sind, ich übrigens auch nicht, sondern das macht auch das Verfassungsgericht selbst. Ja, und da bin ich ganz gelassen. Bin ich ganz gelassen. Weil wir diese Auflagen dort am letzten Dienstag hineinverhandelt haben. Die Bundesregierung hat dort gesagt, wir können dem nicht zustimmen, wenn die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts heute in der Sitzung des Rates nicht als Ratsstandpunkt angenommen werden. Wir haben uns nicht damit zufrieden gegeben, dort eine Erklärung, eine rechtsverbindliche Erklärung der Bundesregierung abzugeben. Das übrigens war nur die Auflage des Verfassungsgerichts. Die haben gar nicht von uns verlangt, dass wir einen Ratsstandpunkt herbeiführen. Aber wir haben trotzdem diesen Ratsstandpunkt herbeigeführt. Die anderen 27 Mitgliedstaaten haben zugestimmt. Und ich finde, ehrlich gesagt, Sie sollten doch froh darüber sein, dass 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union es jetzt seit geraumer Zeit ertragen und sogar mitmachen, wenn die Bundesrepublik Deutschland plus Österreich und wenige andere dort Nachforderungen stellen. Und es sollte ein bisschen zur Nachdenklichkeit beitragen, dass da ganz viele Länder sitzen, die folgenden Eindruck haben. Naja, den Deutschen, denen geht's gut, deren Handel wächst. Deswegen können die sich sowas leisten, uns Vorschriften zu machen, warum wir im Handel nicht weiterkommen sollen. Das ist die Interpretation, die viele inzwischen über uns haben. Ich teile die nicht. Ich finde, dass man darüber reden muss, über all die Kritikpunkte. Aber sonst immer darüber reden, wie wichtig es ist, dass wir in Europa zusammenhalten. Sonst übrigens, gelegentlich tue ich das ja auch, Teile der Politik, auch der Bundesregierung, dafür zu kritisieren, dass sie zu forsch in Europa führen. Und an dieser Stelle nicht einmal darüber nachzudenken, was diese Art der Debatte, Großjunkertum und anderes eigentlich, wie die eigentlich auf andere Mitgliedstaaten wirkt. Also, ich finde, wir haben ungeheuer viel erreicht. Sie erinnern sich vielleicht daran, die Grünen haben mich oft versucht, da festzunageln, und ich habe versucht, dem aus dem Weg zu gehen, wie Sie immer gesagt haben, du musst den Investitionsschutz daraus kriegen. Und da habe ich gesagt, das ist schwierig, das Abkommen ist ausverhandelt, jetzt kriegen wir eine Regierung, die macht Schluss in Kanada mit den privaten Schiedsgerichten. Das war der Kern der Debatte hier. Private Schiedsgerichte soll es nicht mehr geben. Die machen das nicht. Doch, lesen Sie auch einfach Ihre eigenen Reden nach. Ich habe immer gesagt, ich bin sehr skeptisch, ob das gelingt. Die haben das Abkommen erneut eröffnet. Ich habe dann übrigens hier auch mal gesagt, dass bei mir auch mal eine Zeit lang die Vorstellung da war, übrigens so ist damals die Bundesregierung auch unter CDU, FDP auch angetreten, dass man in solchen Abkommen eigentlich gar keinen Investitionsschutz braucht, weil wir in Rechtsstaaten leben. Aber die Erfahrung im Umgang mit einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union als deutscher Bundeswirtschaftsminister hat mich jedenfalls eines Besseren belehrt, dass es ganz gut ist, wenn man ein paar Absicherungen hat, innerhalb Europas übrigens. Also deswegen, das haben wir geschafft. Dann haben wir all die Fragen aufgenommen. Jetzt hat Kanada mit der EU eine rechtsverbindliche Erklärung abgegeben, die zum Beispiel Vorsorgeprinzip, Arbeitnehmerrechte, dass es keine Einführung von Gentechnik geben kann gegen europäisches Recht. Das steht da jetzt alles drin. Und jetzt schaffen wir es auch noch, sozusagen die am Ende rechtsstaatlichen, verfassungsrechtlichen Probleme zu klären, weil es natürlich eine berechtigte Frage ist. Wie sind eigentlich Entscheidungen im Rahmen von CETA rückgebunden an die nationalen Parlamente? Schaffen wir das auch noch? Jetzt kommen Sie mit sozusagen dieser Debatte. Ich persönlich kann das nicht verstehen. Ich habe eine große Sorge, das will ich Ihnen am Abschluss mal sagen. Ist Ihnen vielleicht egal, mir ist nicht egal. Dass es überhaupt ein solches Abkommen gibt mit Sozialstandards, ILO-Kernarbeitsnormen, vieles andere mehr,
Das hat zum Hintergrund, doch, das steht da drin. Die Kanadier werden die 8 Kernarbeitsnormen akzeptieren. Kein anderer hat das bisher gemacht. Sie haben nie ein Abkommen hier kritisiert dafür, dass es das nicht gab. Ausgerechnet mit dem Land, das uns am nächsten steht, Kanada, machen Sie das. Das ist doch albern, was da passiert. Entschuldigung, das ist doch albern. Und jetzt sage ich Ihnen mal was voraus. Aber bitte kurz, Herr Minister, Sie haben das Recht zu reden. Aber wenn Sie jetzt ein Abgeordneter wäre, hätte ich Sie schon lange abgebrochen. Also, letzter Gedanke. Allerletzter. Ja, einen Satz, sonst... Vor zehn Jahren haben die Umweltverbände, die Gewerkschaften, die Zivilgesellschaftsorganisationen, die Europäische Union aufgefordert, keine reinen Freihandelsabkommen mehr zu machen, sondern Abkommen zu machen, in denen all das drinsteht, was hier jetzt drinsteht. Nach dem, was die Europäische Union jetzt damit erlebt, ist die große Gefahr da, dass die kommenden Abkommen alle wieder nur ganz normale Freihandelsabkommen werden, ohne jede Regel für die Globalisierung. Und ich finde, diejenigen, die das so heftig kritisieren, was hier drin steht, sollten eine Sekunde überlegen, ob das nicht eine viel größere Gefahr ist. CETA ist ein exzellentes Abkommen, und deswegen habe ich aus großer Überzeugung dort zugestimmt.